Bist du mit dem Führer fertig geworden? Oh, ich glaube, der weiß jetzt, wo der Hase langläuft. Skatejacke! Hast du noch ein paar Infos aus ihm rausholen können? Es war nicht einfach, aber ja. Also, was wir bereits wissen, ist, dass Eggman die Energie der Aliens braucht, um seinen Gehirnwäschestrahl anzutreiben. Habe ich ja auf die harte Tour gelernt. Und wissen wir schon, wie er die Aliens überhaupt einfängt? Ja, tun wir. Erst dachte ich, dass Jacker davon sprach, dass Fettsack Nasenhaar einfach rülpst, um sie einzufangen. Er gibt schon gewöhnungsbedürftige Gerüche ab. Vielleicht sind sie durch diese ja ohnmächtig geworden. Aber irgendwie zweifle ich an der Theorie. Ja, das dachte ich auch. Dann aber änderte ich eine winzige Einstellung und schon wurde aus Rülpsen Generator. Also keine Rülpser. Oh, Gott sei Dank. Erzähl mir mehr. Grundlegend benutzt Eggman Traktorstrahlgeneratoren, um die Planeten der Wisps in ihrem Orbit festzuhalten, um dann die Wisp zu kidnappen. Ganze Planeten festhalten? Es sind kleine Planeten, aber ja. Alles klaro. 5 Generatoren? Nun, 2 Level haben wir schon hinter uns. Nach Adam Riese bedeutet das, dass wir noch 3 von diesen bösen Jungs vor uns haben. Keine Ahnung, wer das sein soll, aber ich stimme dir vollkommen zu. Wir sollten uns beeilen. Jacker sagte, dass die Aliens nicht viel Zeit haben. Wenn ich anfange zu laufen, Kumpel, spielt Zeit keine Rolle mehr.